der Verkehrsservice entlang. Fahren Sie bitte vorsichtig auf die A5K zur Richtung Basel. Zwischen Offenburg und Ettenheim liegt ein Metallteil. Vorsicht bitte auch auf der B14 Stuttgart Richtung Backnang. Zwischen Weiblingen Süd und Teiler B14 B29 eine ungesicherte Unfallstelle. Unter 81 Stuttgart Richtung Heilbronn, zwischen 3 Geonberg und Stuttgart Zuffenhausen, 6 Kilometer stockender Verkehr. Die Unfallstelle ist geräumt. Unterwegs eine gute Fahrt. Wie geht's jetzt weiter? Viel ist im Moment noch nicht klar. Wir versuchen die wichtigsten Fragen zu klären. Bis 20 Uhr. Persönliche Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten. Das
das Neueste aus Zürich von S1-Korrespondent Hans-Jürgen Maus. Kurz nach 18.30 Uhr ließ FIFA-Präsident Sepp Blatter die Bombe platzen. Er werde sein Amt zur Verfügung stellen, so Blatter in einer Rede vor versammelten Journalisten im FIFA-Hauptquartier. Er habe zwar ein neues Mandat erhalten, doch unterstützten ihn nicht alle. Er liebe die FIFA über alles, so Blatter, doch die Herausforderungen würden einfach nicht aufhören. Blatter wird einen außerordentlichen Kongress einberufen, um einen Nachfolger wählen zu lassen. Es brauche genügend Zeit, um einen geeigneten Kandidaten zu finden. Dominik Scala, der interne Aufseher der FIFA, sprach von einer schwierigen und wichtigen Entscheidung des FIFA-Präsidenten, doch sei dies ein verantwortlicher Schritt, um einen geregelten Übergang finden zu können. Wir alle rätseln, was steckt nun genau hinter diesem plötzlichen Rücktritt? Ist der Mann einsichtig geworden oder gibt es möglicherweise sogar Ermittlungen?